Seid mir grüßt, meine Pokefreunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Mit dabei wieder meine bessere Hälfte. Hallo zusammen. Und wir haben zwei ziemlich coole Boxen mit dabei. Und zwar die Stackable Tins, so heißen sie, glaube ich. Die kann man nicht aufeinander stapeln, das wir uns gleich angucken werden. Tina hat die mit den Pflanzen-Pokémon, Meganie und... Müssen wir drehen? Silvar. Ach, das ist noch eins, ja, oder? Ja, achso, wir machen mal die Banderolen ab, dann sieht man auch den Rest. Also bei mir ist Lapras, Meryl, Wacker, nicht Wackerspiel, Wischiwaschi, Lusardi, genau, Deutsch und Kami hat es. Ja, Wischiwaschi heißt auf Englisch. Okay. Das ist echt ganz cool. Ich habe Meganie, Kotomi, ah ne, Elfung war das, oder? Silvaro und Kotomi. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich bin jetzt verwirrt. Das ist Kotomi, ja. Gut. Ansonsten haben wir unten noch das Logo des Pokémon Trading Card Games und wir haben oben drauf, was wir uns auf der anderen Kamera angucken. Ich weiß nicht, ob man sieht, da sind die Symbole des Typen drauf, hier der Wassertyp und bei Tina dann natürlich der Pflanzentyp, die so leicht holographisch angedeutet sind. Diese Boxen kosten wohl so 15, 16, 17 Euro im Handel und beinhalten Sachen, die wir uns jetzt angucken. Ein Chimpap, oder? Du hast einen Chimpap-Coin, ja. Einen großen Coin wieder. Genau. Oh, ich hab Memion. Wahrscheinlich gibt's dann alle drei Starter als Coin. Dann fehlt uns einer. Es gibt auch noch einige in Gelb, von denen auch nicht geholt, weil die nicht so schön war, glaube ich. Vielleicht holen wir die ja noch. Ja. Mal schauen. Und da habe ich schon mal drei Booster. Und zwar haben wir hier Schaurige Herrschaft dreimal bei mir. Oh, bei dir ist... Oh, du hast einen Wilden. Bei dir ist Schaurige Herrschaft, Clash der Rebellen und Kampfstile. Okay. Bei mir ist dreimal Schaurige Herrschaft. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. So was bunt gemischtes oder so was Schauriges. Genau, wir können ja einmal kurz das Stacken probieren. Ja, das geht, ja. Genau, die sind relativ cool aufeinander am Stacken. Man sieht das hier, die kann man so aufeinander stapeln, nehmen durch weniger Platz weg. Und von der Verstaumöglichkeit, die haben die auch schöne Maße, dass man das verstauen kann. Also eigentlich ganz coole Boxen. Wenn da jetzt noch ein cooles Pro-Material drin wäre, ja, hätte ich mal auf Seite. Und dann würde ich sagen, haben wir drei Booster. Und... Willst du anfangen, soll ich anfangen? Mega. Womit fange ich denn an? Kannst du ja auch so. Also. Wir machen einfach auf heute, ohne großartiges Battle oder so. Einfach mal zu gucken, was da so die Box gönnt. Könnt ihr auch gerne in den Kommentar schreiben, was ihr von dem Produkt an sich haltet. Findet ihr die Tins cool? Findet ihr den Inhalt cool? Würdet ihr euch die Box für, sagen wir mal, ich glaube, bei uns war es 16,99 für 17 Euro kaufen? Schaurige Herrschaft, stimmt, die Codes spoilern ja gar nicht. Das ist nice. Jetzt bei Strahlende Sterne ist mir ja gewöhnt, dass die Codes spoilern. Deswegen muss ich hier gar nicht mehr aufpassen. Auf jeden Fall eine Stahlenergie. Die Unkrauthandschuhe. Saverio. Der Schneegipfelpfad. Chimpep. Porygon. Golbit. Krabox. Seemobs. Baldorfisch als Weavers und ein fokussierter Angriffsbulausu. In Holo übrigens, ne? Ja. Dann mache ich jetzt Clash der Rebellen auf. Clash der Rebellen ist das zweite Set aus dem Schwert- und Schildzyklus. Ich glaube, so ein bisschen das Unbeliebteste wahrscheinlich. Mit einer Unlichtenergie. Verfluchte Schaufel, Rimano, Lombrero, Skalyk, Sichlor, Etora, Gala, Corosson, Lichtel, ein Dusselgur und ein Scherox. Regular Rare, also kein Hit in dem Booster. Ganz interessant ist noch, was ich auf dem Discord gelesen habe, ist mit den großen Münzen. Im Moment sind ja die großen Münzen mal drin. Da wurde die Theorie verbreitet, dass das wohl der Grund ist, dass die kleinen Münzen in dem amerikanischen Bereich, wenn die irgendwo drin sind, den Hinweis auf der Box enthalten müssen, dass kleine Peile verschluckbare Kleinteile in der Box sind und das bei den großen wegfällt und dass deswegen vielleicht die großen Münzen jetzt über reinkommen und nicht mehr die kleinen. Ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kuriose Sache wäre es, wenn es so wäre. Ich habe wieder Schaurige Herrschaft. Das Schöne bei Schaurige Herrschaft ist natürlich, hier haben wir theoretisch die Chance auf alternative Artwork-Karten und ihr habt hier die Chance auf alternative Artwork-Karten im Online-TCG. Viel Spaß damit. So, 1, 2, 3, 4 und wir starten mit der Psychoenergie. Dann haben wir Saverio, ein wunderschönes Vati, Black Leon, Loptopus, Volbit, Lödüber, Ormeo, Käufe Waff und Quartermark. Schade.
Bis jetzt noch dann nicht so viel Gönnung. Kommt jetzt mein Kampfstile-Booster. Kampfstile auch ein Set, wo es alternative Artwork-Karten geben kann. Also da kann man schon mal Hoffnung reinlegen. Oh mein Gott, ist das schlechte Center, das Baldurfisch. Da ist ja fast gar kein rechter Rand. Ja, wollte ich mir kurz gezeigt haben. Eine Stahlenergie. Energieaufbereitung. Golbat. Cesurio. Oh ja. Tragosso. Zubat. Abitag. Imantis, Galapantimos, Vivion, Vivillon und ein Galalamos. Warum spricht das Vivion? Weil das halt dieses Französische ist. Okay. Auf jeden Fall ein schönes Pokémon. Das Besondere bei Vivion ist ja tatsächlich, dass es da sehr viele verschiedene Versionen von gibt. In echt. So, letzter Booster mit Galaarctos, meinem Lieblings-Galar-Vogel. Mal gucken, ob der ein bisschen was gönnt für uns. Kleine Sterne, echt jedes Mal, wenn ein schwarzer Code drin ist, yay, und ein weißer Code, oh nö. Aber hier ist es einfach immer schwarz. Feuerenergie. Dann haben wir Vati. Sophora. Der Hügel des Dünerbaums. Ein fröhliches Mogon. Nebulak. Eleseber. Schneebedeck. Sneebel. 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 Nein, Golgantis. Okay, wir hatten eine Holo in der Box. Das ist traurig. Aber es sind halt nur drei Booster. In drei Boostern überhaupt schon Hit zu haben, ist eigentlich nicht so schlecht. Man muss ja hier sich nicht beschweren. Wenn du willst, kannst du einen Code rausgeben. Ja. Ein Code für euch zum Abtippen. Viel Spaß damit. Ach, guck mal, da ist auch ein Schreibfehler drauf. Schaurige Schwert und Schild und dann so ein komisches Zeichen. Schaurige Herrschaft. Das hatten wir bei Fusionsangriff ganz oft. Boah, der ist auch schlecht gestanzt. Der kratzt richtig. Hier ist nämlich ein kleiner Überstand. Okay. Eine Elektroenergie. Rollum. Uralter Frito. Galabrustpanzer, Ignivor, Dicta, Wolfwaff, Obal, ein Memmion, uralter Friedhof. Jetzt. Ein Sabayon. Nix. Ich auch. Ja, ich hatte eine Holo. Ich hatte immer eine Holo. Beide Boxen leider vom Inhalt traurig, aber es sind nur drei Booster. Dafür hat man diese eigentlich ganz coolen Boxen, die man, glaube ich, ganz gut verwenden kann. Man kann es mit Stifte, glaube ich, reintun, könnte man gut hinstellen oder halt seine Online-Codes auch bewahren. Karten weiß ich nicht, ob ich die da reintun würde. Vielleicht in Top-Loading könnte man sie da reintun. Dass das, man war das war einer von deinen, ne? Was war meiner? Schaurige Herrschaft. Ja, genau. Dann kannst du dir bei dir drauf tun. Genau, direkt sortiert. Ja, ich würde sagen, die beiden Hits des Tages sind das Holo, fokussierte Angriffs-Holo-Use von mir und das Vivion in Weavers Holo-Wear von der Tina. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche von den beiden Tinboxen euch besser gefällt. Ob ihr eher Team Pflanze oder Team Aqua seid, also Team Wasser. Ja, dann würde ich sagen, wir... Achso, genau, was bist du? Du bist Pflanze? Ich bin natürlich Wasser, weil ich Eisfan bin, deswegen ist bei mir Wasser eigentlich eher. Bin gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt auch Team Elektro theoretisch wählen. Ich habe euch die Box bestimmt kurz eingeblendet, damit ihr sie gesehen habt, aber die haben wir noch nicht gekauft. Ja, in dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben lassen. Wenn nicht, konstruktive Kritik. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Thank you.